Ihr Lieben, heute wollen wir den dritten Catrice Adventskalender auspacken, den dritten von sechs, glaube ich. Ich glaube, es wird auch der letzte sein, weil ich schätze, dass sich tatsächlich auch wieder ein paar Produkte doppeln werden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, wir legen los, oder? Kalisi ist dabei. Los! Ihr könnt sehen, dass hier gerade ganz schön die Sonne reinkommt. Normalerweise müsste ich jetzt hier quasi, müsste ich es abdunkeln, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich müsste es abdunkeln, wenn ich in einem professionellen Filmstudio wäre. Bin ich aber nicht. Katzi ist dabei, ne? Kalisimaus. Und wir starten direkt los. Wir haben wie bei allen Do-it-yourself-Adventskalendern einmal die Zahlenklebchen drin und dann noch ein paar schöne Tütchen, mit denen man einfach wunderbar die Sachen verpacken kann. Ich mache es gerne so, wenn ich mir sowas selbst schenke, dass ich dann einfach immer so random reingreife, wie ich es jetzt auch mache, und euch zeige, welche Produkte hier drin sind. Als erstes greift meine Hand ein Augenbrauen-Serum, was mit so einem kleinen Metallroller kommt. Dadurch ist es total kühlend. Und zwar ist das das Hydro Depuffing Eye Serum. 1,5% Hyaluronsäure sind hier drin. Also auch pflegend. Hatten wir in einem anderen Kalender aber auch schon mal drin. Dann habe ich natürlich wie immer ein paar Nagellacke auch drin, und zwar ist das hier so ein matter Code. Dann greife ich gleich noch einen Nagellack, und zwar einen solchen hier, ein Icon Nails Nagellack, das ist die Farbe 105 Rusty Rust. Sieht cool aus, finde ich. Ich habe schon länger wieder so eine Farbe hier gesucht, so eine metallische, schöne Farbe, und deswegen freue ich mich sehr, dass der hier drin ist. Nicht, dass ich ihn jetzt gebraucht hätte, weil ich glaube, in meiner Nagellackschublade wird es langsam eng. Ich glaube, ich muss bald wieder umräumen. Seid ihr auch so verrückt wie ich, dass ihr ständig euer Zimmer umräumt? Jetzt habe ich glaube jetzt tatsächlich zum dritten Mal, diesen Volumizing Lip Booster in der Farbe Everybody's Darling. Und ja, ich glaube, dass der wirklich sehr schön ist. Ich persönlich mag ja Lip Plumper total gerne. Und ja, ich finde auch die Farbe sehr schön. Weiter geht's mit einem Plumping Lip Liner in Transparent. Auch den habe ich jetzt das zweite Mal drin. Ich habe ihn auch hier extra schon in meine Schublade gepackt. Aber ich vergesse es immer, ihn zu benutzen. Weil ich irgendwie, wenn ich meine Pflege wegmache, das dann vergesse. Keine Ahnung, manchmal mache ich auch meine Pflege gar nicht weg. Aber hier ist ein durchsichtiger Lippenstift oder Lippenliner. Schaut mal in einem meiner anderen Videos vorbei, dann seht ihr, was man damit machen kann. Hier habe ich die Konturpalette, und die ist wirklich großartig. Die ist, glaube ich, auch in jedem der Catrice Adventskalender drin. Ich hatte den letztes Jahr irgendwo mal dabei, und die ist wirklich mega. Die hat zwar einiges an Kickback, aber die Farben sind einfach perfekt für Kontur und Bronze. Und ich habe dazu auch schon ein Schminkvideo gedreht, ein Make-up-Tutorial, in dem ich auch euch das Produkt schon gezeigt habe, weil ich es ja eben auch schon hatte. Und ja, deswegen schaut da gerne mal rein. Und natürlich werden diese Produkte wieder der Allgemeinheit zugehen. Das heißt, euch, meinen AbonnentInnen und FollowerInnen, schaut mal in den anderen Adventskalender-Unboxings nach, denn da seht ihr, was ihr machen müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. So, dann habe ich noch eine Palette, und das ist was, was ich wirklich mag an den Catrice Adventskalendern, dass da wirklich immer viel Produkte drin sind, viele Produkte und auch Paletten, Originalgrößen, nur Originalgrößen. Ja, ihr habt auch Nagellacke drin, ihr habt auch einige Lippenprodukte drin, das weiß ich. Dazu mag man stehen, wie man möchte, aber es ist, wow, was für ein Highlight. Aber ihr habt halt Originalgrößen drin, und das finde ich einfach toll. Und zwar habe ich hier die Epic Earth Palette. Das ist eine von diesen älteren Collections Paletten. Ich finde, dass es gerade richtig schön aussieht, wenn die Sonne mich so anstrahlt. Gut, weiter geht's mit einem Lippenprodukt. Und zwar haben wir hier noch so einen Lip Balm. Der ist in der Farbe 030 Wonderful Lips, genau. Ein Volumizing Lip Balm. Ich glaube, das ist noch ein Novum. Ich glaube, das hatte ich bisher noch nicht. Der sieht toll aus. Das ist so ein richtiger Lippenstift. Lip Balm. Ich bin gespannt, wie stark der pigmentiert ist. Macht schon was her. Macht schon was her, gell? Dann haben wir auch zum zweiten Mal mindestens schon noch einen ja, hellen Volumizing Lip Booster. Das ist hier die Farbe Ice Ice Baby. Ding, 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 ding. Ice, Ice Baby. Gut, weiter geht's natürlich mit einem Nagellack mal wieder. Eine richtig tolle, starke Farbe. Das ist hier die Farbe Caught on the Red Carpet 03. Wow, die gefällt mir richtig gut. Ich muss natürlich schauen, ob ich die Farbe schon mal irgendwo habe. Also ich meine, das ist nie dieselbe Farbe, aber ja.
Gut, dann haben wir eine Allround-Mascara. Auch die war schon mal in einem Adventskalender drin. Ich glaube, ich werde sie nicht benutzen, weil tatsächlich Catrice Mascara mich bisher noch nicht so überzeugt haben. Und ich finde es dann schade, wenn ich es behalte, wenn ich es verwende und nicht gut finde und behalte. Deswegen werde ich euch das schenken. Und zwar ist es die Allround-Mascara Ultra Black Extra Volume Length and Curl. Und ich bin auch ehrlich gesagt bei Mascaren, die so alles versprechen, immer ein bisschen skeptisch. Okay, auch spannend und auch ganz neu haben wir hier noch ein Pflegeprodukt und zwar ein Overnight Recovery Eye irgendwas. Night Recovery Eyeball mit Avocadoöl, Hyaluronsäure und Cica. Cica ist noch nicht so bekannt, glaube ich, in Deutschland. Ist auf jeden Fall in der koreanischen Kosmetik ganz, ganz viel vorhanden. Und ich freue mich total über Nacht wieder so eine Augencreme, weil das geht ja auch immer mal wieder leer. Und so habe ich jetzt schon ein Serum und eine Augencreme. Zwei Serien und eine Augencreme. Dann haben wir noch einen Nagellack, einen More Than Nude Nail Polish. Das ist hier die Farbe 10, Cloudy Illusion. Und ich kann wirklich euch versprechen, dass diese More Than Nude Nail Polishes, die sind wirklich, wirklich wunderschön. Ich finde einfach, dass die Augen, dass die Nägel dadurch so schön einfach so gepflegt aussehen und ganz, ganz toll. Hier haben wir noch Cool Express Dry Drops. Ich glaube, die sind auch noch gar nicht so lange im Sortiment. Die benutzt man halt hinterher, um sie sich auf den Nagellack zu geben, wenn man ihn sich frisch aufgetragen hat. Und dadurch wird zum einen die Nagelhaut gepflegt, weil das eben häufig eine ölige Konsistenz ist. Und es trocknet auch ein bisschen schneller. Finde ich sehr cool und kann eigentlich jeder gut verwenden, der auch irgendwann mal Nagellack verwendet. Die Sonne verschwindet. Und kann ich sie auch. Dafür kommt ein neues Produkt. Und zwar mein geliebter Brow Definer. Den haben wir hier in dem zweiten Kalender jetzt schon. Und das ist in einer dunklen Farbe. Ich liebe diese Stifte so. Die sind wirklich so toll. Die haben so eine Filzstiftspitze. Und ich kann euch das jetzt zeigen oder nicht. Die gibt es nicht mehr. Aber ich kann euch halt empfehlen, geht nochmal los und kauft euch den Kalender, weil dann habt ihr das. Jetzt haben wir ein Puderprodukt und zwar ein Mattifying Powder, das waterproof sein soll. Prime and Fine Mattifying Powder in der Farbe 010, Translucent. So sieht's aus, ziemlich hell, aber gut, das muss ja nicht schlimm sein, nicht wahr? Ich habe echt auch viele Puder mittlerweile, aber ich denke, ich werde es trotzdem mal ausprobieren. Das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Puder jetzt in einem Kalender habe. Hier haben wir noch einmal diesen Blush hier, die Blushbox in der Farbe 020, It's Wine O'Clock, ist auch eine alte Version von Air Blushes, aber das Packaging ist genau dasselbe. Es ist einfach eine verbesserte Formulierung und auch das hier bei dem, was ich zum Beispiel auch, dass es die nicht mehr gibt, aber ich finde es ehrlich total gut, dass sie die Produkte einfach in die Adventskalender packen, weil dadurch ist es möglich, dass die die Produkte einfach an den Mann bringen oder an die Frau und dass sie noch einen Wert haben, wisst ihr, und man hat dadurch auch Full-Size-Produkte und das finde ich einfach mega. Oh, wir haben noch einige Lippenprodukte. Ich hole die jetzt mal alle gleichzeitig raus. Also, wir haben einmal Power Plumping Gel Lipstick. Und zwar haben wir den, okay, in der Farbe 070. Und ich glaube, auch die habe ich schon mal ausgepackt. Hier ist tatsächlich das, was da draufsteht, Programm. Den werde ich auf jeden Fall weggeben. Dann haben wir diesen Power Plumping Gel Lipstick in der Flower and Herb Edition nochmal. Hatten wir, glaube ich, auch so oder so ähnlich schon mal auch in einem anderen Kalender. Und zwar ist es die Farbe 030 Blooming Orchid. Ich glaube ja, dass ich die schon mal hatte. Dann weiter geht's mit der Farbe 020 Magnolia Bouquet. Auch aus der Power Plumping Gel Lipstick Floral and Herb Riot. Und jetzt haben wir hier noch einen Colorful Volumizing Lip Booster. Der ist auch neu. Also sprich, wir haben jetzt drei von diesen Lip Boostern. Und wer auf Lip Booster steht und auf Glosse und so, der ja, sollte sich wahrscheinlich den Kalender hier holen. Den gibt es übrigens bei Kosmetik Verlässt. Das hätte ich ganz am Anfang vielleicht schon präsentieren sollen. Meine Hand greift noch ein Nagellack und den finde ich auch richtig schön. Das ist auch so eine nudige Farbe, die auch einfach Everyday Life. Ich meine, ich habe jetzt aktuell grün, was ich auch im Alltag trage, aber solche Farben stehen auch jedem, da bin ich mir sicher und sieht echt schön aus. Ich glaube aber, ich werde es weggeben, weil ich habe von diesen eher nudigen Farben schon recht viele. Dann habe ich noch ein Hydro Plumping Serum, genau, mit 1,5% Hyaluronsäure. Habe ich auch schon verwendet, finde ich super. Und last but not least, meine Freunde, haben wir noch eine Lidschattenpalette. Wow, wir haben so viele Paletten. Gut, jetzt gucken wir uns aber erstmal die an. Und zwar ist es die eine von den Five in a Box Paletten. Auch die ist, glaube ich, aus dem Sortiment gegangen. Und das war der Inhalt des Kalenders. Wir haben wirklich tolle, tolle Produkte.
Wir haben drei pflegende Produkte. Die Kalender unterscheiden sich auf jeden Fall mindestens schon mal darin, dass manche mehr oder manche weniger pflegende Produkte drin haben. Drei Paletten. Es ist wirklich der Wahnsinn. Zwei Lidschattenpaletten, eine Konturpalette. Und die Konturpalette ist wirklich Bombe. Wirklich. Wirklich. Einmal hier dieses Puder und einmal noch einen Blush. Ja, wir haben fünf Nagellacke. Sorry, aber sie müssen halt dabei sein. Wir haben außerdem noch für die Nägel ein paar pflegende Quick Dry Drops, die ihr übrigens natürlich auch sonst einfach verwenden könnt, weil da sind ja trotzdem die pflegenden Bestandteile drin. Dann haben wir einen für mich totalen Goldie, wenn auch leider Oldie und nicht mehr verfügbar, den Brow Definer. Den werde ich in Ehren halten. Wir haben noch eine Mascara und insgesamt acht Lippenprodukte. Und das war's. Ich bin heute wirklich durchgerannt. Ich glaube, ich war heute ziemlich schnell. Schreibt mir doch jetzt total gerne mal bitte unten in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet, wie ihr den Kalender fandet. Schaut auf jeden Fall in meine anderen Videos rein, wo ich Adventskalender-Unboxings mache, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Denn nicht alle Produkte werde ich behalten oder auch behalten können. Ich habe ja manche Produkte schon zweifach, dreifach. Ansonsten bedanke ich mich wieder ganz doll fürs treue Zuschauen bis hierhin und sage wie immer, bis bald. Bye, bye.